dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo schon wieder und willkommen bei der Kategorienbesprechung auf dem Gleichsatzkanal. Wir befinden uns in der Folge 8 und stehen geblieben waren wir letztes Mal bei einem längeren Abschnitt. Ich muss da gerade noch mal meine Zeituhr einstellen. So, stehen geblieben waren wir bei dem längeren Abschnitt aus einem Buch über aus einem Buch geschrieben von Neukantianern. Werner Flach in einem Buch herausgegeben von Hans-Ludwig Ollig, Materialien zur Neukantianismus-Diskussion aus dem Jahr 1987, und hier ein Aufsatz von Werner Flach, das Problem der transzendentalen Deduktion. Und Eingeweihte werden es wahrscheinlich schon erraten haben, es geht hier um Kants Kritik der reinen Vernunft, dieser kopernikanischen Tat im 18. Jahrhundert. Und der wollen wir etwas nachspüren. Ich lese vor, aus den das Begriffswort Deduktion klarstellenden Eingangsüberlegungen des ersten Abschnittes des zweiten Hauptstücks der Analytik der Begriffe beziehungsweise des Paragraphen 13 in Ausgabe B geht klar hervor, dass die transzendentale Deduktion der reinen Verstandesbegriffe mit dem Aufweis beziehungsweise dem Nachweis des Rechtsgrundes befasst ist, damit durch die Befugnis des Gebrauchs der reinen Verstandesbegriffe bei der Erkenntnis eines bestimmten Gegenstandes deutlich wird. Also geht klar hervor, dass es sich um den Rechtsgrund, mit welchem Rechtsgrund argumentiert wird, mit welchem Rechtsgrund die reinen Verstandesbegriffe in Gebrauch sind bei der Erkenntnis eines bestimmten Gegenstandes. Nochmal anders gesagt, welchen Grund gibt es für die Erkenntnis eines bestimmten Gegenstandes? Diese Frage stellt Kant, eine offensichtliche Selbstverständlichkeit, bis eben diese Frage gestellt wurde. Dann heißt es bei Flach weiter, ebenso klar ist das Problem, das sich hiermit stellt, es kommt darauf an, in zureichender Weise zu erklären, mit welchem Recht, das heißt aus welcher bestimmungslogischen Notwendigkeit,
heraus die reinen Verstandesbegriffe zur Bestimmung des Gegenstandes der Erkenntnis unerlässlich sind. Also eine bestimmungslogische Notwendigkeit, ob es eine solche gibt, zur Bestimmung des Gegenstandes der Erkenntnis, die unerlässlich sind. Also ohne die es keine Erkenntnis gibt. In jeder gegenständlichen Bestimmung, das heißt in jeder gegenständlichen Bestimmung als konstitutive Momente, als die Konstituentien der objektiven Gültigkeit dieser Bestimmung enthalten sind. Also mit anderen Worten, mit welchem Recht wird von Objektivität gesprochen? Kant spricht dies in der Weise aus, dass er sagt, es steht die objektive Realität der reinen Verstandesbegriffe in Frage. Diese transzendental-logische Legitimationsfrage, die Frage quid juris, beziehungsweise die quaestio juris, ist damit die Geltungsfrage. Sie zielt auf die geltungsbegründete Funktion der reinen Verstandesbegriffe. Sie unterstellt deren geltungsbegründende Funktion bei der Bestimmung eines Gegenstandes, dieses oder jenen Gegenstandes, eines welchen auch immer, und sie erfragt, woraus diese geltungsbegründende, diese den Begriff a priori auf einen Gegenstand beziehende Funktion erwächst. Und genau diese Frage stellen wir uns hier auch. Diese Frage ist eine der Kardinalfragen überhaupt der Erkenntnistheorie, beziehungsweise betrifft die Prämissen und Voraussetzungen jedweder Theorie. Und wenn die nicht geklärt ist, dann ist auch alles andere nicht geklärt, beziehungsweise unklar und Unfug oder bloße Behauptung, Geschwätz, Gefasel, wie auch immer. So, das war doch gar nicht so schwer. Und deshalb kann ich auch guten Gewissens zum nächsten Punkt übergehen, die Nummer 96 in der Folge 8 der Objektivitätsbesprechung auf dem Gleichsatzkanal. Die da lautet, schon im Begriff des Dings, das als eine Einheit aus dem unendlichen Zusammenhang des Seins herausgehoben wird, liegt der subjektive Faktor. Jetzt trifft diese Aussage zu, dann ist die Objektivität schon wieder erledigt. Denn Aussagen über das Ding, das Objekt, sind mit einem subjektiven Faktor behaftet, sage ich mal. Heißt nichts anderes, als ist eben dieses Ding eine Verdinglichung braucht, dergestalt, dass eben aus diesem unendlichen Zusammenhang des Seins, man macht die Augen auf und was da nicht alles ist, muss ein Ding, irgendetwas herausdestilliert werden, um überhaupt eine logische oder nicht widerspruchsfreie Aussage treffen zu können. Gut, wir gehen weiter. Hier, jetzt kommen wir schon langsam vom Allgemeinen in die in medias res,
Sprich, es geht um die Gegenständlichkeit, um das Ding, den Gegenstand. Ohne den es bekanntlich auch keine Objektivität gibt. Die Nummer 364 lautet: Das Prinzip der Gegenständlichkeit ist oberstes Prinzip der gesamten Sachlage. Also, gesamte Sachlage heißt nichts anderes als objektiven Realität. Und es handelt sich um ein oberstes Prinzip, ein sehr wichtiges Prinzip, ohne das im Grunde genommen nichts zu machen ist. Ist das nicht klar, ist nichts klar. Jetzt wollen wir weit mehr herausfinden, wie es um dieses Prinzip Gegenstand steht. Prinzip heißt nichts anderes als eine Methode in diesem Zusammenhang der Gegenstandsbildung. Oder gebräuchlicher formuliert Verdinglichung, das Prinzip der Verdinglichung, das Prinzip Vergegenständlichung muss näher unter die Lupe genommen werden, um in Sachen Objektivität Klarheit zu erlangen. Dann die nächste Nummer, ein Beitrag in der Form von die Lösung des Konstitutionsproblems ist Bedingung wissenschaftlicher Erkenntnis. Hier sind die Prämissen, die Voraussetzungen angesprochen, das Problem der Setzung. Und allein an diesem Punkt müsste schon klar sein, dass eine Setzung eine Relativierung bedeutet, denn es gibt nicht nur eine Setzung und keine andere, wie das die Dogmatiker gerne hätten, im Sinne von ein Ding ist, was es ist und nichts anderes. Gibt es kaum eine Setzung, die nicht bestritten wird. Und was hier versucht wird, ist eben Klarheit über diese Setzungen zu schaffen, auch über deren Wahrheits- und Erkenntniswert und eventuell die Frage zu beantworten, ob solche Setzungen nicht viel mehr Zwecksetzungen sind und alle Bedingungen als zweckbedingt betrachtet werden müssen, so dass eben mit der Wissenschaft kein anderer Staat zu machen ist, als sie eben als bloße, sage ich mal, Technik zu betrachten, als Mittel zum Zweck, die eben keine Autorität mit sich bringt, über die Zwecke selbst zu urteilen. Das ist eben der Punkt, der zu klären ist. Und wir sehen weiter, was es noch an interessanten Punkten gibt, die die ganze Sache näher beleuchten können. Es folgt die Nummer 86. Die logischen Probleme der Objektivität sind Probleme der Gegenständlichkeit. Nun gut, mit anderen Worten dasselbe gesagt, die Wichtigkeit des Gegenstandes betont und nicht nur in Bezug auf die Objektivität, sondern eben auch was die Logik angeht.
logisch fragwürdig ist in jedem Fall auch, wenn das Problem der Gegenständlichkeit fragwürdig behandelt wird, dann ist auch, steht auch die Logik beziehungsweise die Methoden der Logik in Frage. Für mich nicht, weil ich mir das schon klar ist, dass die Logik eben ein in sich funktionierendes System ist, wie die Mathematik ein in sich funktionierendes, man möchte sprechen, ein Inzuchtbetrieb, der nicht notwendigerweise in Bezug auf die sogenannte Realität eine ausschlaggebende Wirkung einnimmt. Diese Beurteilung, inwieweit eine Logik einzusetzen ist oder eingesetzt werden kann in Bezug auf irgendwelche Realitäten, dass diese Kapazität, dieses Vermögen obliegt anderen Experten, sage ich mal, höher gestellten Persönlichkeiten, wie zum Beispiel qualifizierte Philosophen, wo es zurzeit leider nur einen gibt und der ist auf dem Gleichsatzkanal tätig. Gut, wir schreiten weiter zum nächsten Punkt, 300. Alle Wirklichkeitsprobleme sind Probleme der Konstruktion. Kann man sich auch jeden weiteren Kommentar sparen. Festgehalten werden soll vielleicht, dass es um Konstruktion geht und Konstruktion meint eben wie Setzung auch einen Konstrukteur, der dieser Konstrukteur ist und kein anderer und damit auch schon eine Relativierung im Grunde genommen eintritt durch diese Subjektivierung. Da kann dann schon nicht mehr, es steht schon wieder in Frage, welche Konstruktion dann die richtige ist. Das ist alles erst zu klären. Wir schreiten weiter in der Klärung mit der Nummer 97. Alle sogenannten sinnlichen Qualitäten als solche gehören nicht den Dingen an, sondern entstehen nur in uns selbst. Hier haben wir wieder so ein heißes Eisen, das schon, ich glaube, sogar in der ersten Folge besprochen wurde, in der Gegenüberstellung von Idealismus und Realismus. Da ist dann eben so die Frage, also wenn wir jetzt einmal davon absehen, von dieser Überspitzung des subjektiven Idealismus, dass das eben alles sich alles im Bewusstsein abspielt und quasi gar nichts anderes als das existiert, was im Bewusstsein ist, wo ich schon mal hingewiesen habe, dass das ein Unsinn ist. Der Punkt ist nur der, ob sich das, was es eben außerhalb des Bewusstseins gibt, mit einem objektiven Maßstab allgemeingültig erkennen lässt. Das ist die Frage. Und dass jemand das Erkenntnisvermögen eines Menschen davon abhängt, wie er seine Sinne benutzt oder seinen Verstand und wie beides ausgebildet ist, das ist eben die andere Frage. Fest steht jedenfalls, dass dieses in uns selbst und diese Subjektivität eben immer eine Relativierung der Objektivität bedeutet, im Grunde genommen die
Objektivität hinfällig macht, weil wenn es sich in irgendeiner Frage darum handelt, wie mein Geschmackssinn ausgebildet ist, und jemand, der diese Ausbildung nicht hat, für den existiert ein Geschmacksunterschied zum Beispiel nicht, was jetzt Soßen angeht und oder von mir aus Parfum oder Wein ist auch ein beliebter Geschmacksbereich, dann kann ich nicht von einem objektiven Geschmack sprechen oder einem objektiven Geruch und genauso wenig eben von einer objektiven Sicht oder einem objektiven Tasten. Es ist eigentlich lächerlich, dass heutzutage überhaupt noch Objektivisten rumlaufen. Aber wie gesagt, das Kraut, gegen das niemand gewachsen ist. Gut, was spricht die Nummer 135, beziehungsweise ein gewisser Kierkegaard, wie die Dänen sagen, Sören, wirft die Liebe in den Ring, die sich ihren Gegenstand schafft, so auch die Erbitterung. Schlagwort Konstruktion. Gegenstände werden geschaffen. Jetzt ist jetzt hier nicht unbedingt, muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass die Gegenstände ausschließlich durch Liebe oder Erbitterung geschaffen werden. Aber ein Wertphilosoph würde jetzt sagen, in der Gegenstandsbildung ist immer eine Anerkennung oder eine Aberkennung am Werk. Und mit diesen Werten, der Wert der Liebe oder dem Unwert der Erbitterung, schlägt jetzt dieser Kierkegaard in dasselbe Kontor, möchte man sprechen. Dann die 195. Der Wert ist kein Produkt. Jetzt schaue ich gerade auf die Uhr, stehen noch 12 Minuten drauf, das kommt mir etwas viel vor. Aber nun gut. Wieder mal ein Wert. Der Wert ist kein Produkt des gegenständlichen Denkens. Überleg. Nun gut, dann stellen wir das zur Frage, ist der Wert ein Produkt des gegenständlichen Denkens? Wie kommt ein Gegenstand zustande? Wenn das sich so verhält, wie eben gerade von mir beschrieben, anhand des obigen Beispiels, dann ist eben immer ein Wert am Werk bei der Gegenstandsbildung. Aber hier wird der Wert eben davon ausgenommen und deswegen muss ich jetzt hier diesen Beitrag als bestimmte Sorte von Wertphilosophie klassifizieren, die nicht die meine ist,
wird auch vielfach angetroffen, und zwar in der Form, dass der Wert einfach nur ein nur durch Gefühle erkannt wird. Oder Werte eben eine reine Gefühlssache sind. Und in dieser Richtung laufen dann auch Objektivität und Wert, Bewertung, Beurteilung nebeneinander her. Es ist auch das gängige Verfahren zur Zeit, dass eben die Moral oder Ethik und alles, was eben im weitesten Sinne Wertfragen betrifft, ein ganz anderer Stiefel sind und beide Fragen getrennt zu behandeln sind, mit inklusive sämtlicher Widersprüche, die diese Vorgehensweise dann mit sich bringt. Nun gut, sollen es nicht weiter aufhalten, diese Auffassung. Im nächsten Statement heißt es, der idealistische Standpunkt der Vorstellung und der realistische des Dings. Also die klassische Gegenüberstellung, dass eben alles Gedachte eben nicht nur Idee ist, sondern auch es nur um Ideale geht, die ein fragwürdiges Verhältnis zur Realität haben, ein eher schwärmerisches oder eben nicht realistisches Bild von der Welt. Und auf der anderen Seite eben die Realisten, die eher im Lager der Materialisten zu Hause sind und sich über ein Zustandekommen oder die logischen Voraussetzungen zum Zustandekommen eines Dings keine Gedanken machen, das Ding ist, was es ist und nichts anderes. Dann haben wir die nächste Abteilung, Nummer 205. Keine Vorstellung geht unmittelbar auf den Gegenstand. Ausgesprochen ist damit eben die nicht nur Schwierigkeit, sondern eben die Unmöglichkeit, dass eine Vorstellung nicht nur unmittelbar, sondern überhaupt auf einem logischen Weg, ich betone auf einem logischen Weg, auf den Gegenstand geht. Sicher gehen Vorstellungen auf Gegenstände und es ist tägliche Praxis. Der ganze Alltag würde nicht anders funktionieren, wenn eben Menschen ihre Vorstellungen nicht mit Gegenständen verbinden würden. Aber, und das ist eben hier das Credo auf dem Gleichsatzkanal, dass es sich bei diesen Verbindungen um keine logischen handelt, sondern eben um subjektive, interessenbedingte, zweckbedingte, praktische, die dem Prinzip der unmittelbaren oder weitergefassten Nützlichkeit entsprechen. Und von sowas lassen sich keine höheren Wahrheiten oder allgemeingültigen Erkenntnisse, irgendein Wissen, objektives Wissen ableiten. Jetzt möchte ich aus meiner eigenen Zauberkiste einen Begriff hier einführen, und zwar den der Inkommensurabilität.
in Bezug auf den 205er Vorstellung und Gegenstand sind logisch inkommensurabel. Also ungleichartig, zwei völlig verschiedene Dinge, die nicht logisch ineinander übergeführt werden können. Genauso wenig wie Individuum und Allgemeinheit. Eine Subsumption erfolgt kann nur unter Verunstaltung oder eben Generifizierung des Einzelnen vonstatten gehen. Und wenn das logisch passiert, dann handelt es sich dabei um einen Irrtum oder eine Täuschung, je nachdem in Verbindung gebracht werden, lassen sich beide eben nur durch die Brücke des Zwecks oder des Nutzens, des Bedürfnisses, wie auch immer. Und damit ist das Ganze ein Fall für die Ethik und die Fragen, inwieweit irgendwelche Wertvorstellungen, Prinzipien, Kriterien anderen vorordnen zu sind, vorgeordnet werden müssen, um das Prinzip der Widerspruchsfreiheit zu bewahren und so fort. Die nächste Nummer. Also, jetzt zeigt mir mein Chronometer 4 Minuten an. Irgendwie stimmt etwas nicht mit der Uhr oder mein Zeitempfinden ist etwas durcheinander. Lob der Subjektivität. In dem Fall wäre mir Objektivität lieber. Nun gut, es wartet die Nummer 223, kurz und knackig. Der Gegenstand ist nicht gegeben, sondern wird erzeugt. Ich habe das schon noch knackiger auf den Punkt gebracht, etwas provokant und das Thema ein bisschen schlagwortartig voranzutreiben. Man könnte hier eben genauso davon sprechen, ist kein Gegenstand gegeben, dann ist nichts gegeben. Es ist nichts gegeben, sondern es wird alles genommen. Und zwar genommen als etwas. Es ist alles eine Als-Ob-Geschichte. Eine Philosophie des Als-Ob, würde Kollege Feinger dazu sagen. Feinger. Also, wird alles erzeugt, es ist alles Mache und in dem Fall ist es eben zu rechtfertigen, die Machtausübung, um den gesellschaftlichen Frieden nicht nur deshalb zu wahren, weil ein Großteil der Bevölkerung einfach in einem 100-jährigen dogmatischen Schlummer versunken ist, sondern weil Leute von einer bestimmten Überzeugung geprägt hochwertige Urteile fällen und sich ein solches Verhalten, das weitere Kreise in sich zieht, eben dann auch das Ganze sich auch in einer Regierungsbildung beziehungsweise in einem Wahlverhalten umsetzt, dann wäre das Demokratieschiff weit mehr auf Kurs, als es
im Moment und seit Jahrzehnten, im Grunde genommen von Anfang an, sich befindet im Fahrwasser falscher Autoritäten, einer absolutistischen Wahrheit, absolutistischer Wahrheit, Wahrheiten, muss man sagen. Aber genug geplaudert. Nehmen wir noch die Nummer 245 mit. Erkenntnis ist Gegenstandskonstitution, noch ein Zeuge, der für die Sache der Nichtgegebenheit spricht. Die Frage ist dann immer noch, ob es sich da um Erkenntnis handelt. Es müsste eigentlich heißen, subjektive Erkenntnis, die allein mögliche, meines Wissens oder ich habe erkannt und für mich ist dieses und jenes einsichtig. Die einzige Möglichkeit und nicht, das muss doch jeder Mensch, der mit einem nur dem geringsten Verstand begabt ist, einsehen und sowas nicht, sondern es ist eine Erkenntnis, ist eine subjektive Angelegenheit, im Grunde genommen eine Gewissensangelegenheit. Und in dieser Hinsicht da auf den Beifall der vielen zu zählen, ist immer ein Zeichen von Fragwürdigkeit. Und das soll auch schon ein Schlusssatz gewesen sein. In der nächsten Folge Nummer 9 geht's dann weiter. Also, Herrschaften, Peace und out.